Moin, heute gibt es noch mal ein kleines Update zum Camperbett. Ich habe nämlich noch mal so ein paar Sachen optimiert. Zum Beispiel die Laufrollen und hier unten die Stützen. Und im Prinzip ist das Bett eigentlich auch schon fertig. Und das möchte ich euch heute einmal zeigen, weil das nämlich richtig geil funktioniert. Zuallererst mal was zur Stehhöhe. Also ich bin 1,92 Meter groß, habe jetzt auch Schuhe an und kann hier noch einigermaßen komfortabel stehen. Und zwar ist das hier nur ungefähr so 1,83 Meter, würde ich sagen. Das geht aber, fühlt sich ganz in Ordnung an und passt auf jeden Fall, ohne dass man hier Rückenschmerzen kriegt. Hier unter dem Hubbett ist das natürlich ein bisschen anders. Das hat 1,63 Meter und hier unter den Holmen sind es 1,56 Meter. Aber das ist von der Höhe auch noch okay. Also man kann hier noch einigermaßen cool drunter durchlaufen. Und man könnte hier auch nochmal, wenn es regnet, auch einen Tisch drunter stellen und Stühle. Und hier eigentlich ganz okay sitzen. Also Platz ist hier genug auf jeden Fall. Also ihr seht's, stehen hier hinten geht ganz gut. Unter durchlaufen geht auch noch ganz in Ordnung. Also da kann man eigentlich nicht meckern, das ist völlig in Ordnung. Und nicht jeder ist 1,92 Meter groß. Ja, ihr seht, sitzen ist hier easy möglich, das ist gar kein Problem. Und wisst ihr, was richtig cool ist? Das hier ist ja ein kurzer Radstand, das ist ein L2H2. Und ich kann hier ganz normal meinen Campingtisch aufstellen, ich kann hier zwei Campingstühle reinstellen, ich kann hier dran vorbeilaufen, ich kann hier auch meinen Campingkocher aufstellen. Und wenn es regnet, habe ich hier richtig Platz drin, trotz kurzem Radstand. Das ist natürlich nur möglich, weil das Bett hier aus dem Weg ist. Das ist genau der Grund, warum ich das hier als Hubbett-Variante gebaut habe. Ihr habt das vielleicht gerade schon gesehen. Ich habe hier noch so Stützen eingebaut, 4 Stück an jeder Ecke. Und die sind dafür da, dass das Bett einfach zusätzlich nochmal gestützt ist. Ja, und zwar einfach, weil ich diesen Schnüren zwar einiges zutraue, aber tatsächlich ist mir das irgendwie lieber, wenn das hier zusätzlich nochmal abgestützt ist. Man weiß ja nie. Und jeder dieser Träger, der hält 25 Kilo aus. Also was soll da jetzt noch passieren? Aber es würde auch ohne Träger schon gut halten. Von der Mechanik kann man die hier einfach zusammenklappen. Zack, und dann sind die aus dem Weg. Und bei Bedarf schiebt man die hoch, dann rasten die ein. Also richtig coole Sache. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wer mein erstes Bettvideo gesehen hat, dem ist aufgefallen, dass ich hier an der Hebemechanik noch ein bisschen was geändert habe. Und zwar habe ich jetzt hier richtig massive Umlenkrollen hingeschraubt mit dicken Bolzen, weil hier ganz schön Kräfte drauf wirken. Und ich habe auch diesen Vierkantstab, den ich hier vorher zwischen hatte, rausgenommen. Weil dadurch, dass jetzt hier diese Umlenkrollen drin sind, bin ich total flexibel in der Position des Schneckenantriebs. Und das ist nämlich ziemlich gut, weil ganz wichtig ist, dass diese Schnüre hier total gerade laufen, weil die sich sonst hier nämlich schief aufwickeln, weil hier nämlich ordentlich Spannung drauf ist. Ihr hört's, da kann man fast ein Lied mitspielen. Da sind natürlich die ganzen 50 Kilo Gewicht von dem Bett, die hängen hier an dem Punkt. Und ja, wenn sich das nicht sauber aufwickelt, dann schabt das hier die ganze Zeit an der Kante oder springt hier rüber. Deswegen war nochmal ganz wichtig, dass diese Seile ordentlich geführt sind. Ja, und ich bin jetzt total flexibel hier mit der Position von dem Kurbelantrieb. Den habe ich jetzt so ein ganz bisschen aus der Mitte heraus platziert, damit man beim Durchlaufen hier nicht immer gegenstößt. So, und dann können wir das Bett jetzt eigentlich mal runterlassen, oder? Hier die Füße, das hatte ich euch ja letztes Mal auch schon gezeigt. Die sind hier auch an so klappbaren Scharnieren. Die kann man ganz einfach hier so drücken. Und dann lassen die sich 90 Grad ausklappen und sind dann auch fest, zumindest so fest, dass das hier reicht für das Bett. So sieht das Ganze aus. Und ja, jetzt wird fleißig gekurbelt.
Ihr habt es gerade gesehen, das Auto steht so ein bisschen schief. Das Bett, das fällt aber genau lotrecht runter und landet deswegen immer nicht ganz in der Mitte. Also man kann es aber ganz easy hier verschieben. Und ich werde auch noch mal rechts und links so kleine Brettchen reinschneiden, dass, wenn es dann unten ist, auf jeden Fall hier auch in der Position arretiert ist. Wisst ihr was? Das zahlt sich jetzt total aus, dass das hier ein 9-Sitzer Panoramabus ist. Weil ich habe hier ringsrum Scheiben. Wie geil ist das denn? Also ich kann hier 360 Grad in jede Himmelsrichtung aus dem Fenster gucken. Und stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Campingplatz, irgendwo schön am Wasser oder in den Alpen. Und ihr wacht morgens auf und ihr habt hier den totalen 360-Grad-View. Das ist doch einfach mega. Ich freue mich da total drüber. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut bis dahin. Haut rein.